So, heute mal aus etwas unüblicher Umgebung, aber es ist ja auch kurz vor Weihnachten. Ich wollte aber auf jeden Fall nochmal mit euch über das Drohnenthema sprechen. Denn wer die Drohnenproblematik so in den letzten Monaten ein bisschen aus den Augen verloren hatte, der wurde jetzt in den letzten Tagen wieder auf beeindruckende Art und Weise daran erinnert, dass ja auch handelsübliche Drohnen, so wie sie jeder heutzutage ganz normal kaufen kann, dass die in der Luftfahrt echt nichts verloren haben und dass die je nach Unfall dann auch eine ganze Menge Schaden anrichten können. Je nachdem, wie der spezielle Unfall dann aussieht, kann so eine handelsübliche Drohne sogar deutlich mehr Schaden an einem Flugzeug anrichten, als es vielleicht ein Vogel kann. Und jetzt wurde es um dieses ganze Thema rund um die Drohnen wieder deutlich ruhiger. Nur die Flugsicherung zum Beispiel hat darauf hingewiesen, dass die Anzahl an Störungen in der zivilen Luftfahrt durch solche handelsüblichen Drohnen, dass die deutlich zugenommen hat. Tja, und dann kursierte in den letzten Tagen ein durchaus sehr beunruhigendes Bild einer Boeing 737-800 der Aeromexico im Internet und dass ein Großflughafen, der pro Jahr mehr als 40 Millionen Passagiere abfertigt, dass der für mehr als anderthalb Tage quasi komplett lahmgelegt ist durch Drohnen, das ist dann doch nochmal ein ganz anderes Level. Und damit hallo und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich hoffe, es geht euch gut. Ja, der Flughafen London Gatwick, ihr habt das wahrscheinlich alle mitbekommen. Ihr seht, ich bin nicht an dem Ort, an dem ich sonst immer bin. Ich habe mich über Weihnachten ein bisschen in den Urlaub verzogen. Deswegen kommt das Video jetzt auch ja, zu einer Zeit, wo das Thema nicht mehr ganz aktuell ist, beziehungsweise das Ganze eigentlich schon durch ist. Ich hoffe trotzdem, dass euch das interessiert, was ich dazu zu sagen habe. Ich versuche mal ein paar interessante Informationen zusammenzufassen und diese ganze Thematik nochmal mit euch durchzugehen. Also über 36 Stunden war der Flughafen London Gatwick quasi komplett dicht. Das kann man sich eigentlich gar nicht vorstellen. Über 150.000 betroffene Passagiere hatte man dort in den letzten Tagen. Ist ja quasi echt ein Ausnahmezustand. Warum? Weil man Dutzende Drohnen über dem Flughafen gesichtet hat. Immer mal wieder. Und deswegen war der Flughafen über 36 Stunden am Stück geschlossen. Man hatte die Drohnen in den direkten An- und Abflugwegen der Flieger gesehen, beziehungsweise direkt über dem Flugfeld. Und dort stellen sie selbstverständlich eine enorme Gefahr für den dort stattfindenden Flugverkehr dar. Und man sah die einzige Möglichkeit bzw. Lösung des Problems tatsächlich darin, alle Flüge ausnahmslos an diesem Flughafen zu streichen für eine gewisse Zeit. Mittlerweile ist die Situation dahingehend geklärt, dass ein Flugbetrieb wieder mehr oder weniger normal stattfinden kann. Aber was in der Zwischenzeit passiert ist, das schauen wir uns jetzt mal ein bisschen genauer an. Los ging das Ganze am Mittwochabend gegen 21 Uhr Lokalzeit am Flughafen London Gatwick. Man hatte einige Drohnen bzw. Drohnen immer mal wieder in der Nähe des Flughafens oder über dem Flughafen gesichtet, woraufhin man dann auch recht schnell entschied, keine neuen Freigaben mehr rauszugeben. Freigaben für Starts, Landungen bzw. schlicht und einfach Freigaben zum Anlassen der Triebwerke. Kurz gesagt, man hat den Flugverkehr, so wie er stattfindet, einfach dicht gemacht. Bedeutet aber auch, dass man den Flughafen ja inmitten des laufenden Betriebes dicht machte, mit allem, was dazugehört. Heißt, Maschinen, die im Anflug auf London Gatwick waren, mussten wieder durchstarten bzw. wieder abdrehen. Flugzeuge, die generell einfach so auf dem Weg nach London Gatwick waren, mussten jetzt wieder woanders hinfliegen, umkehren. Das, was der Sprit zuließ bzw. dorthin, wo Platz war. Nach London Gatwick, da geht schon einiges, da sind schon einige Flugzeuge unterwegs. Passagiere, die schon in Flugzeugen saßen und warteten auf den Abflug, die mussten in der Maschine drin bleiben, denn man wusste ja auch nicht, wann diese absurd klingende Verzögerung dann endlich wieder vorbei ist, weil man das durchgestanden hatte. Also blieb man erst einmal sitzen, behielt die Leute an Bord, weil es sollte doch eigentlich gleich weitergehen. Das ging dann selbstverständlich so lange, teilweise stundenlang, bis man den Flug dann endgültig canceln musste, weil der Flughafen schlicht und einfach nicht mehr aufmachte und die Passagiere dann somit am Flughafen stranden ließ. Aber gut. Das einzig Lobenswerte ist daran, dass die Sicherheit der Passagiere und der Flugzeuge hier von Anfang an oberster Stelle stand, von Anfang an oberste Priorität hatte, sodass die einzig rechtfertigende Lösung auch wirklich war, hier kein Flugzeug mehr starten und landen zu lassen. Gleichzeitig muss man sich aber auch ganz ernsthaft mal die Frage stellen, wie es denn sein kann, dass, so sieht es zumindest zum aktuellen Zeitpunkt aus, wie es denn sein kann, dass eine überschaubare Anzahl an Vollidioten mit einer überschaubaren Anzahl an Drohnen den zweitgrößten Flughafen Großbritanniens und den siebtgrößten Flughafen in ganz Europa, wie die den quasi für drei Tage lang völlig aus dem Konzept bringen können, quasi komplett lahmlegen können, ohne dass da jemand in diesem Zeitraum einfach mal vernünftig dazwischenfunken kann und das Ganze unterbinden kann. Das ist doch irgendwie auch schwer vorstellbar. Weil das ist ja eine Sache, von der wir wirklich 100%ig ausgehen können, dass ab dem Moment, wo man die ersten Drohnen in der Umgebung des Flughafens bzw. über dem Flughafen gesichtet hatte, ab dem Moment waren Polizisten unterwegs und haben versucht, die Leute, die hinter der Fernbedienung sitzen, unschädlich zu machen. Aber sie haben niemanden gefunden. Kurze Zeit später schaltete sich dann sogar das Militär ein, weil man konnte das Problem einfach nicht lösen. Aber gut, soweit sind wir noch nicht nicht so schnell. Wir waren erst beim Mittwochabend. Also der Flugverkehr war lahmgelegt und zwar dann bis 3 Uhr nachts.
6 Stunden ungefähr, dann ließ man das Ganze wieder langsam anlaufen. Aber eben interessanterweise nicht, weil man das Problem gelöst hatte, sondern weil man einfach für einen gewissen Zeitraum jetzt keine Drohnen mehr sichten konnte. Aber gut, man ließ den Flugverkehr also gegen 3 Uhr nachts in der Nacht zum Donnerstag dann wieder anlaufen, langsam wieder hochfahren, versuchte das Problem wieder ein bisschen abzuarbeiten, aber es dauerte nur knapp 45 Minuten, dann sah man wieder eine Drohne, musste den Flughafen wieder dicht machen. Und so ging es dann tatsächlich auch den gesamten Donnerstag. Heißt, der Flughafen war für mehrere Stunden gesperrt. Dann dachte man sich, ey Mensch, wir haben doch jetzt wieder eine ganze Zeit keine Drohne mehr gesehen, wir lassen mal wieder ein Flugzeug starten. Und kurze Zeit später hat man wieder eine Drohne gesehen und musste den Flughafen wieder dicht machen. Und man konnte die Ursache einfach nicht bekämpfen. Und wenn man so einen Flughafen wie London Gatwick den ganzen Tag dicht macht, dann muss das schon das ein oder andere Flugzeug wirklich am Boden bleiben. Denn Gatwick zählt pro Jahr etwa 281.000 Flugbewegungen. Bedeutet, das sind pro Tag etwa 770 Flugzeuge, die da starten und landen. Das sind etwa 300 bis 400 weniger als am Frankfurter Flughafen, also am größten Flughafen in Deutschland. Das ist eine ganze Menge an Flugzeugen und natürlich ein ewig langer Rattenschwanz, den das Ganze hinter sich herzieht. Am Donnerstag installierte das Militär dann spezielles Gerät und entsprechendes Personal wurde am Flughafen bzw. in der Nähe des Flughafens positioniert zur Drohnenabwehr. Polizisten und Leute vom Militär waren die ganze Zeit unterwegs, um die Täter zu suchen und zu finden. Am Flughafen wurden sogar Scharfschützen platziert, die im Ernstfall eine Drohne abschießen sollten. Aber ich glaube, das ist auch leichter gesagt als getan. So ein kleines Ziel, was sich vielleicht mit 30 bis vielleicht sogar 70 km/h durch die Luft bewegt, dann noch der Wind dazu, das ist, glaube ich, gar nicht so einfach. Aber man platzierte, also man muss sich das mal vorstellen, wie weit das gegangen ist, dass man Scharfschützen am Flughafen platzierte, die wirklich den einen Job hatten, dass sie auf Drohnen zielen sollten und diese im Ernstfall abschießen sollten. Ob wirklich eine abgeschossen wurde, das weiß ich aber leider nicht. Also man suchte verzweifelt weiter nach den Tätern, denn der Strafbestand, der war natürlich mittlerweile völlig klar. Dazu mal ein kurzer Ausflug ins britische Gesetz. Strafbar macht sich derjenige, der seine Drohne, jetzt mal abgesehen von den geltenden Höhenbeschränkungen, der seine Drohne näher als 1 Kilometer Entfernung zu irgendeinem Flugplatz oder Flughafen, der sie dort ohne Erlaubnis betreibt. Und noch schlimmer wird es dann natürlich, wenn wirklich ein Flugzeug dabei nachweislich gefährdet wird oder wurde, dann wird darauf bis zu 5 Jahre Gefängnisstrafe ausgesprochen. Sehr gefährlich wird es eben einfach dann, wenn man mit solchen Drohnen Kameraaufnahmen machen möchte, mit handelsüblichen Drohnen, wie zum Beispiel einer DJI Phantom. Wenn man damit Aufnahmen machen möchte, wie beispielsweise von dem Emirates A380 beim Abflug, was man da letztens im Internet gesehen hat, oder das Video von dem A320, der im Anflug war. Da sollte man sich mit seinen Drohnen vielleicht nicht unbedingt rumtreiben. Das ist verboten und das ist auch echt saugefährlich. Dass hier am Flughafen London Gatwick tatsächlich einfach ein paar Leute nette Kameraaufnahmen von startenden oder landenden Flugzeugen machen wollten, das ist allerdings sehr, sehr unwahrscheinlich. Einen terroristischen Hintergrund schließt man zum aktuellen Zeitpunkt zumindest allerdings auch schon komplett nahezu aus. Aber es verhärtet sich der Verdacht, so sieht es zum aktuellen Zeitpunkt aus, das ist noch nicht die Lösung der Ermittlungen oder die Lösung des Problems, aber es verhärtet sich der Verdacht, dass hier möchte gern Umweltschützer mit ihrer Drohnenaktion den Flugverkehr ganz bewusst stören bzw. lahmlegen wollten. Und das haben sie ja auch geschafft. Über 36 Stunden war der Flughafen nahezu ununterbrochen dicht und über 150.000 Passagiere waren davon betroffen. Aber Menschenleben zu gefährden, ist sicherlich nicht die richtige Möglichkeit, um hier ein bisschen die Umwelt zu schützen. Am Freitag sollte der Flugverkehr dann erst einmal wieder normal laufen. Das hat man auch einigermaßen hinbekommen, aber auch an diesem Tag gab es dann wieder erneut Drohnensichtungen und dazugehörige Flugausfälle. Und es waren wieder mehr Passagiere von dem Ganzen betroffen. Mittlerweile hat es also wirklich verheerende Ausmaße angenommen. Jetzt aber zu den mehr oder weniger aktuellen News. Am Freitagabend nahm die Polizei dann 2 Personen fest, die, so sieht es zum aktuellen Zeitpunkt aus, für die Drohnenaktion am Flughafen London Gatwick verantwortlich sind. Mehr Details dazu. Hintergründe und noch mehr Informationen gab es dazu nicht und wir wissen auch nicht, ob das die beiden einzigen sind, die hier die verantwortlichen Täter sind. Aber gut, das ist immerhin schon mal ein Fortschritt und am Samstag sollte der Flugverkehr dann wieder ohne störende Drohnen laufen und das hat man auch hinbekommen. Es gab dann wieder eine Flugdurchführung nach Plan. Also 2 Personen, die man hier festgenommen hat und wenn es wirklich nur diese beiden Personen waren, dann ist es doch wirklich beeindruckend und man muss das echt mal hinterfragen. Warum haben es diese 2 Personen geschafft, mit Drohnen einen Großflughafen, einen internationalen Großflughafen, den zweitgrößten Flughafen in Großbritannien, wie haben die das hinbekommen, diesen Airport knapp 3 Tage komplett lahmzulegen? Aber gut, man muss sich auch viel allgemeiner die Frage stellen, was überhaupt Drohnen in den Händen von Idioten, was die anrichten können. Ein Fall aus Mexiko sorgte dort in den letzten Tagen für weiteres Aufsehen, denn eine Boeing 737-800 der Aeromexico ist wohl allem Anschein nach mit einer Drohne im Anflug zusammengestoßen.
Normalerweise passiert sowas vielleicht mal mit Vögeln. Das kann ja mal vorkommen. Aber dann findet man Spuren des Vogels vorne an der Flugzeugnase oder beziehungsweise an dem Teil, mit dem das Flugzeug mit dem entsprechenden Vogel dann zusammengestoßen ist. Aber man findet dort vorne keine Blutspuren, keine Federn. Manchmal steckt im leichten Material dieser Flugzeugnase sogar noch der ganze Vogel drin. Aber nichts davon hat man gefunden. Es gibt keine Spuren, die auf irgendeinen Vogel hinweisen könnten. Also geht man aktuell zumindest von einer Drohne aus. Aber gut, selbst wenn es keine Drohne war, es ist oder es war nun mal einfach eine Frage der Zeit, bis ein Flugzeug mit einer Drohne mal ernsthaft zusammenstößt. Man kann von Glück reden, dass da bis zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht wirklich etwas Schlimmes passiert ist. Aber es ist ja auch selbstverständlich nicht unbedingt die Drohne das Problem, sondern der Pilot, der dahinter steckt und der sie steuert. Dieser muss, endlich kann man fast sagen, in den meisten Ländern zumindest relativ klare Regeln befolgen. Das ist auch gut so, man kann sich jetzt darüber streiten, ob das zu wenig Regeln sind, ob das zu viele sind, ob es in Deutschland wieder zu viel Bürokratie ist oder wie auch immer. Aber es gibt hierzulande zum Beispiel eine Versicherungs- und eine Kennzeichnungspflicht. Auch für handelsübliche oder vielleicht sogar gerade für handelsübliche Drohnen von DJI zum Beispiel. Eine DJI Phantom, wie sie vielleicht sogar der ein oder andere jetzt gerade mal, ja morgen ist es schon, morgen vielleicht unterm Weihnachtsbaum liegen haben wird. Aber man muss auch dazu sagen, das ist alles noch in einem sehr, sehr machbaren Rahmen. Man sollte sich einfach mal vernünftig darüber informieren und es gibt auch genug Seiten, die das vernünftig für einen zusammengefasst haben, sodass man da einfach mal vernünftig drüber schauen kann und sich dann darum kümmert und dann ist man auch auf der sicheren Seite. Und dann weiß man auch, welche Regeln man beachten muss, wo man fliegen darf und wo man halt eben nicht fliegen sollte. Und das hat auch Gründe, dass man da nicht fliegen darf. Aber über das Thema haben wir auch schon ein paar Mal gesprochen. Und da war ich echt positiv überrascht, denn jeder von euch, der sich zu diesem Thema zum Beispiel in den Kommentaren geäußert hat, ging wirklich sehr verantwortungsbewusst und ja, durchaus mit einer eigenen Meinung mit diesem Thema um. Und das ist auch gut und das ist auch richtig so. Aber besagte Drohnen von DJI zum Beispiel machen es den Besitzern bzw. den Piloten dann auch etwas einfacher, solche Flugverbotszonen nicht zu verletzen. Denn die Flugverbotszonen, die kennt auch die Drohne selbst. Und im normalen Betriebsmodus macht sie davor Halt. Aber gut, Schutzsoftware, die lässt sich umgehen und hat man echt mal unschöne Absichten, dann lässt sich so eine Drohne mittlerweile sicherlich auch ziemlich einfach selber bauen. Das zu überwachen und wirklich vernünftig zu kontrollieren, wird sich in Zukunft als immer schwerere Aufgabe herausstellen. Und mit London Gatwick hatte man jetzt echt ein Beispiel, was einen wirklich mal ein bisschen wachrütteln sollte. Oder noch mehr wachrütteln sollte, als die ganzen anderen Beispiele, die es davor schon gab. Denn Militär mit speziellem Gerät anrücken zu lassen, beziehungsweise Scharfschützen am Flughafen zu platzieren, das kann genauso wenig eine Lösung sein, wie einen internationalen Großflughafen für knapp 3 Tage komplett dicht zu machen. Also echt ein heikles Thema, über das man wirklich ordentlich diskutieren kann. Und deswegen bin ich bei diesem Thema auch sehr gespannt auf eure Meinung dazu. Denn es gibt beispielsweise Störsender und die stören dann aber auch alles andere und können dadurch nur kurzzeitig eingesetzt werden. Ist genauso wie die Scharfschützen eigentlich auch keine wirklich gute Möglichkeit, aber es muss ja eine Lösung geben. In Deutschland führt man selbstverständlich über solche Vorfälle auch Statistik. Die sind nicht so schlimm, die Vorfälle, aber beispielsweise gab es im Jahr 2017 und das war bis dahin auch der Rekordwert oder der Rekordhalter. Im Jahre 2017 gab es nachweislich 88 Fälle, die bei der Flugsicherung registriert wurden, in denen Drohnen die zivile Luftfahrt gestört haben. Und jetzt im Jahr 2018 und das nur bis einschließlich November, denn der Monat Dezember ist ja auch noch gar nicht vorbei, der ist also in der Statistik noch gar nicht drin, da waren es jetzt nachweislich 152 solcher Störungen. Also das Problem wird immer größer, man muss dafür eine Lösung finden und ja, damit soll es das für heute gewesen sein. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen, ich hoffe, es waren wieder ein paar interessante Informationen dabei. Wie gesagt, heute alles ein bisschen chaotisch und ein bisschen durcheinander, aber ich wollte unbedingt noch dieses Video für euch machen und euch dann auch wunderschöne Weihnachten wünschen, weil ich werde mich jetzt in den nächsten Tagen wahrscheinlich erstmal nicht mehr melden. Wie gesagt, ich gönne mir jetzt mal eine Woche Urlaub und ich denke mal, da wird auch in nächster Zukunft dann erstmal kein Video mehr kommen. Vor dem Jahreswechsel schaffe ich es aber bestimmt nochmal und bis dahin, wie gesagt, ich wünsche euch sehr, sehr schöne Weihnachten. Lasst es euch gut gehen, viel Spaß bei euren Familien und so weiter und ja, dann sehen wir uns in den nächsten Tagen irgendwann wieder und ja, bis dahin, alles Gute euch und schöne Tage. Lasst es euch gut gehen und tschüss.